Herzlich willkommen noch einmal zurück zu diesem Bonus zu Unpacking. Es gab ja noch ein Rätsel, das ich nicht gelöst hatte, nämlich die Frage, wozu die Walkie-Talkies da sind. Und das würde ich mit diesem ganz kurzen Video noch aufdecken wollen. Und das Ganze ist nicht meine Idee gewesen, sondern eine von Andeveris. Deswegen lasse ich den Namen hier die ganze Zeit eingeblendet. Und der hat seinen Vorschlag auf Reddit gepostet, weil er in der entsprechenden Branche arbeitet und damit das Ganze gut zuordnen kann. Und schauen wir gleich mal in das Spiel selbst. Und ich habe das alles schon gegengeprüft. Hier hat mir meine Erinnerung mir auch ein Schnippchen geschlagen. Denn das entscheidende Detail finden wir im Jahr 2015. Und deswegen springen wir da auch gleich mal rein. Es ist so, dass die beiden hier im 2015 schon zusammen wohnen und ich war der festen Überzeugung und ich kann eigentlich gar nicht mehr sagen, warum, dass wir Anti-Hero oder Anti-Hero 2 Merch schon vorher in den Kisten gefunden haben. Dem ist aber nicht so. Das Plakat taucht erst auf mit dem Zeitpunkt, wo die Partnerin einzieht. Und man sieht hier schon sehr schön, dass es ein Startplakat für die Staffel 2 ist. Und das ist entsprechend so ausgestaltet, dass man das Ganze auch kennt, im Gegensatz zu anderen Gegenständen. Es finden sich auch Unterschriften auf diesem Plakat, was sehr dafür spricht, dass es einen Stab gibt. Ich muss jetzt hier mal ganz kurz den Stern ausmachen, genau, indem ich mal den Gegenstand rauslege. Und möglicherweise hat sie enger mit dem Start dieser Staffel zu tun, als man von dem Plakat aus sehen kann. Das daneben, was ich nicht zuordnen konnte, ist eine Kinokarte, möglicherweise von der Premiere. Und weitere Hinweise finden sich in dem ganzen Merch, das in der Wohnung rumsteht. Wir hatten hier ganz unterschiedliche Tassen, Becher, Kappen und T-Shirts. Und das Rätsels Lösung ist, dass die Walkie-Talkies eingesetzt werden von Mitgliedern der Filmcrew an Sets in der Produktion. Und da scheinen sie zu arbeiten. Und das macht auch verständlich, warum sie nicht nur Walkie-Talkies hat, sondern auch, warum sie einen Kopfhörer hat. Und den habe ich ja hierhin platziert. Da hat er eigentlich nichts zu suchen. Bei der Farbgebung hätte ich schon stutzig werden müssen, bin ich aber nicht. Das heißt, die Walkie-Talkies und die Kopfhörer gehören zusammen. Und die Partnerin arbeitet offensichtlich als Mitglied eines Filmproduktions- oder Fernsehproduktionsteams. Das ist es. So einfach kann es sein. Und jetzt kann ich Unpacking getrost beiseite lassen oder einfach nur wegpacken. Es hat mich jedenfalls sehr gefreut, dass ich diese Lösung noch gefunden habe. Das macht das Ganze für mich sehr rund und ich verlinke den Reddit-Thread unten in der Beschreibung zu diesem Video. Jetzt geht es demnächst aber erstmal los mit The Captain und darauf freue ich mich schon auch sehr, denn das wird ein ganz, ganz anderes Spiel sein. Bis dahin also, ciao.